Hi, wir gehen heute der Frage nach, wie ich mit Kritik an meinen eigenen Fotos umgehe. Da ich ja regelmäßig Fotowalks hier auf YouTube hochstelle und ich mit auf meine Fotorunden nehme und ihr zeige, was ich so auf einer Runde fotografiere, sind natürlich sehr viele Bilder von mir im Internet zu finden. Jetzt ist es natürlich so, dass je mehr Fotos im Internet von dir sind, nicht jeder mit deinen Fotos irgendwie konform geht und du natürlich auch immer mal wieder Kritik an deinen Fotos bekommst. Und natürlich ist es auch unter meinen Videos so, dass ich Kommentare bekomme, die halt nicht nur positiv sind. Also mir wird zum Beispiel gesagt, dass ich nicht nur Fotos teile, die perfekt sind und man aber auf YouTube nur perfekte Fotos teilen sollte mit der Welt. Oder andere Leute, die mir sagen, aus mir würde nie ein richtiger Fotograf werden. Unabhängig davon, dass ich mein Video gemacht habe, dass ich eigentlich gar kein Fotograf sein will, aber wie gesagt, dass aus mir nie ein guter Fotograf werden würde und dass ich es eigentlich auch komplett sein lassen könnte. Und wie gesagt, da stellt sich jetzt halt natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit solchen kritischen Kommentaren am besten um? Egal, ob das jetzt um mich geht, der seine Fotos eigentlich größtenteils auf YouTube teilt oder das dich auch persönlich betrifft, wenn du deine Fotos eher auf Instagram, auf deiner eigenen Website oder auf sonst irgendwelchen sozialen Plattformen im Internet teilst, dann kann es dir durchaus vorkommen, dass du auch so einer Kritik ausgesetzt bist. Aber um dir zu beantworten, wie ich mit solchen Aussagen umgehe, will ich dir eine andere Frage stellen. Warum hast du eigentlich überhaupt angefangen zu fotografieren? Also was war der Auslöser dafür, dass du zum allerersten Mal eine Kamera in die Hand genommen hast? Und für mich kann ich dir das relativ einfach erklären. Bei mir war der Auslöser, dass ich mir damals eigentlich sehr egoistisch gedacht habe, ich will irgendwann mal in der Lage sein, wenn ich im Urlaub bin, irgendwelche richtig coolen, geilen Aufnahmen zu machen. Damals habe ich halt noch mehr also an Landschaftsaufnahmen oder irgendwelche wilden Tiere gedacht, die man irgendwie auf einer Safari trifft und wusste halt noch nicht so sehr, dass mich die Streetfotografie irgendwann so sehr interessieren wird. Aber wie gesagt, mein Auslöser war eigentlich hauptsächlich zu überlegen, okay, ich will coole Fotos für mich selber aufnehmen können. Und um jetzt den Bogen zur Kritik an meinen Fotos zu spannen. Ich war vor ein paar Wochen am Nymphenburger Schlosskanal in München, der sehr zugefroren war halt im Winter. Und weil da die Leute drauf Schlittschuh gelaufen sind und das generell halt sehr selten vorkommt, waren entsprechend viele Fotografen da. Und ich bin halt mit einem ins Gespräch gekommen und ein bisschen hin und her gehabt. Und wir haben bei diesem Thema Kritik an den eigenen Fotos sehr ähnliche Ansichten. Ich finde, er hat es ganz schön ausgedrückt. Er hat nämlich gemeint, wenn ich der Meinung bin, dass ich mein Foto nicht hätte besser aufnehmen können, dann bin ich persönlich mit dem Foto zufrieden, weil ich quasi das Beste herausgeholt habe. Und ich sehe das sehr ähnlich. Wenn ich auf meinen Fotorunden Aufnahmen mache, die ich persönlich cool finde und die meinen persönlichen Standard entsprechen, den ich mir halt am Anfang gesetzt habe, dass ich mir denke, ich will durch die Welt reisen können und einfach schöne Erinnerungen und Aufnahmen für mich selber machen, dann hat dieses Foto seinen generellen Zweck erfüllt und dann ist mir die Kritik von anderen Leuten mehr oder weniger ziemlich egal. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen unterwegs hier in Porto, bin Richtung Strand gelaufen und in Porto ist es halt sehr typisch, dass die Leute ihre Kleidung draußen an den Häusern aufhängen zum Trocknen. Und ich habe halt so eine Szene gefunden, wo du zwei verschiedene Personen, die gleichzeitig ihre Wäsche halt aufgehangen haben, gesehen hast. Und für mich spiegelt das einfach so authentisch wider, wie ich halt Porto und Portugal an sich wahrnehme. Und ich mag diese Aufnahme komplett und ich würde auch nicht sagen, ich kann die viel besser aufnehmen. Zumindest nicht, um dieses Gefühl, das ich vermitteln wollte und das ich selber halt fühle, halt darstellen zu können. Und wenn ich jetzt diese Aufnahme mit dir teile, kannst du die schön finden, du kannst die komplett widerlich finden, du kannst die technisch gut finden, du kannst irgendwie sagen, du hast irgendwas auszusetzen. Aber unterm Strich bin ich selber zufrieden mit dem Foto und denke mir, ich habe hier das für mich Maximum Mögliche rausgeholt. Und von daher wäre Kritik, die jemand an diesem Foto äußert, für mich relativ irrelevant. Anders ist das natürlich, wenn ich bewusst nach Feedback zu gewissen Aufnahmen frage. Also ich habe ja auch teilweise auf meinen Fotorunden, dass ich sage, okay, ich weiß nicht, ist jetzt irgendwie der Edit besser oder der andere. Oder ich mit verschiedenen Perspektiven gespielt habe und mir nicht ganz sicher bin, was irgendwie die beste Wirkung ist. Und das sind halt Situationen, wo ich bewusst nach Feedback frage und es mir dann halt natürlich auch viel mehr zu Herzen nehme, weil mir das halt wichtig ist, was andere Leute zu sagen haben. Der Hauptgrund, warum ich halt hier meine Fotos mit dir auf YouTube teile, ist halt nicht unbedingt, dass du die bewundern sollst oder dass ich irgendwie super bekannt werden will. Und ich glaube noch nicht mal, dass ich den meisten von euch viel beibringen kann, weil viele von euch viel älter sind als ich und einfach schon Jahre und Jahrzehnte in der Regel Vorsprung haben, eine Kamera in der Hand zu halten. Und ich mir daher gar nicht anmaßen will, dass ich dir viel zur Fotografie beibringen könnte. Was ich viel mehr erreichen will, ist dir so ein bisschen meine Perspektive auf die Welt zu zeigen. Und vielleicht so eine Art Inspiration für dich zu sein, weil ich das selber habe, dass ich andere Leute beobachte und mir denke so, ah, das ist eine coole Idee, das will ich auch mal in meiner eigenen Fotografie umsetzen. Und das Ganze kannst du dir halt so ein bisschen vorstellen, wie wenn du über die Straße läufst, einfach ganz normal angezogen, wie du dich halt wohlfühlst. Und dann kommt irgendeine wildfremde Person halt zu dir und sagt dir einfach aus dem Nichts heraus,
das Outfit, das du anhast, keine Ahnung, das quält mir nicht. Und okay, ja, das ist Feedback, aber keine Ahnung, beeinflusst das jetzt irgendwie, wie du dich anziehst, wie du dich morgen anziehst, wie du dich irgendwie fühlst? Oder hast du dich halt so angezogen, weil du das so schön fandest und dich darin wohlfühlst? Und so ähnlich ist es halt auch mit meinen Fotos. Ich fotografiere halt Sachen, die ich selber interessant finde und im übertragenen Sinne Sachen, mit denen ich mich halt wohlfühle. Und es kann dir jetzt halt gefallen oder nicht gefallen, aber es ist so ähnlich, wie wenn du auf eine Party gehst und einfach da 100 verschiedene Leute sind. Mit manchen wirst du besser connecten als mit anderen. Das ist völlig natürlich. Und genauso ist das mit Fotografie. Es gibt Fotografen, die viel bekannter sind als ich, wo ich mir denke, keine Ahnung, mit diesen Aufnahmen kann ich nicht viel anfangen. Es gibt sicherlich auch Leute, die viel unbekannter sind als ich und die viel bessere Aufnahmen machen. Am Ende läuft es aber halt darauf hinaus, dass ich meine Fotografie nicht darüber definiere, was andere Leute darüber denken. Das kann natürlich zu einem gewissen Maße relevant sein, weil gerade wenn du Sachen auf YouTube oder auf Instagram oder sonst irgendwo teilst, freust du dich natürlich, wenn mehr Leute das sehen und es mehr Leuten gefällt. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist nicht meine Initialmotivation, warum ich fotografiere und warum ich Fotos aufnehme. Für mich sind halt Fotos eigene Erinnerungen und quasi eine Perspektive auf die Welt, wie ich sie sehe. Und solange ich das im Hinterkopf behalte und nicht bewusst nach Feedback zu meiner Fotografie frage, ist mir halt, wie gesagt, Kritik an den Fotos völlig egal. Und ja, die trifft manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass Negativkommentare komplett an einem abprallen. Aber ich finde halt generell diese Frage, könnte ich an meinem Foto jetzt objektiv noch irgendwas verbessern oder bin ich tatsächlich damit zufrieden, wie ich es aufgenommen habe, hilft eigentlich zu 90-95% diese Kritik halt abzufedern und einfach zu akzeptieren, dass du halt hier eine Person getroffen hast, die die Welt halt ein bisschen anders sieht als du selber. Ich hoffe, das gibt dir vielleicht einen interessanten Einblick und hilft dir vielleicht auch selber weiter, falls du mal Kritik an deinen eigenen Fotos bekommst. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat das Video heute gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.